Es ist schon eine tolle Sache. Fast jeder Dritte in Deutschland engagiert sich ehrenamtlich. Ohne diese freiwilligen Helfer wäre vieles nicht möglich. Und immer häufiger sind es auch Menschen mit Behinderungen, die sich einsetzen. So wie Melanie Lux, die im Tierheim in Hamburg mitarbeitet. Ich habe die Kira sehr ins Herz geschlossen. Sie ist so lebhaft, finde ich. Und mögen Sie eigentlich Hunde? Total. Meine Kinder wollen natürlich alle immer einen Hund. Das ist bei uns ein heißes Thema. Noch nicht? Und jetzt? Ja, okay. Ich spiele auch ganz oft mit ihr, versuche ihr noch was beizubringen. Super. Fein gemacht. Damit sie auch wieder vermittelbar ist, ne? Und deswegen mache ich das.